Folge Nummer 23 von Graveyard Keeper. Wir hatten letztes Mal hier nicht genug Ressourcen, das Dingens eingestoßen. Da haben wir es ja auch schon. Und dann müssen wir jetzt eigentlich auch genug Ressourcen haben, ne? Genau so ist es. So, jetzt haben wir auch die Eisenstücke, die einfachen. Was ist hier unten nicht fertig? Ah, jetzt geht's. Nicht genug Ressourcen, fehlt uns da auch. Okay. So, wir waren unterwegs und warte mal, das ist jetzt welcher? Wir müssen gerade nach den NPCs gucken. Wer ist jetzt gerade da? Frau Anmut ist jetzt da, ne? Ja, und danach kommt der Kaufmann. Da haben wir das Schluck auf Gras. Das müssen wir auf jeden Fall dahin bringen. Gut, dann geht das auf jeden Fall. So. Keine Leiche da, aber wir haben hier unten noch was liegen wahrscheinlich, ne? Ja, genau so ist es. Was ich tun wollte, ist ja hier dieses Dingens freiräumen hier, die Wege, damit wir schneller da irgendwo hinkommen, ne? Dafür fehlt uns aber Holzbalken. Ich glaube, da müssen wir mal beim Sägewerk vorbeikommen, das gucken, dass wir das da kriegen, ne? So, was brauchten wir jetzt noch? Achso, wir wollten da unten hin. Ja, hier müssen wir mal einen Gottesdienst halten, damit wir Glauben kriegen, damit wir was machen können, ne? Und hier sind ja die Tische, wo wir es untersuchen können, ne? Ah, hier wird das Hanfseil produziert. Warte, da war ja noch was. Was ist denn hier? Schweinslederhaut, Schweinslederhaut und leeres Papier. Achso, das kann man, Schweinslederhaut kann man dann rausmachen. Also, das haben wir doch, Haut. Da können wir dann Schweinslederhaut rausmachen. Und hier kann man doch was forschen, oder? Wir haben ein paar Forschungspunkte. Dieses hier zum Beispiel. Aber dafür brauchen wir Glauben. Ja, und dann müssen wir das mal untersuchen, ne? Geht aber nicht. So, Schlange, ist der da? Ne, ne? Ne, der ist nicht da. Mit dem kommen wir auch nicht klar, ne? Irgendwie ist das mit unserem Schlüssel nicht so prickelnd. Hier ist nichts. So. Das haben wir erledigt. Ja, wir haben, glaube ich, auch ein paar Zeitschriften, sag ich schon. Ein paar Beerdigungsurkunden, die wir dann, ne, kriegen können. Also, aber da gehen wir durch den Keller, ne? Macht ja Sinn. Ah, da kommt der Esel mit einer neuen Leiche. Na super. Dann ist es Abend, wenn der kommt. Ja, Laterne geht auch schon an. Ja, was machen wir jetzt damit, ne? Ich habe es bis heute noch nicht verstanden, wie wir das hinkriegen, ne? Was können wir hier machen, ohne dass der Erzefusch bei rauskommt? Da ist jetzt bestimmt Erzefusch dran, ne, oder? Nee, das hat noch geklappt. Aber wir haben hier drei Sachen. Ich weiß nicht, wie wir die roten wegkriegen. Die sind ja nicht gut. Jetzt sind es nur zwei Sachen. Man müsste wissen, was man da rausmachen muss. Ja, zwei und zwei, das war jetzt wieder nicht gut, ne? Da steht es jetzt 2-2. Jetzt steht es 3-1. Kriegen wir das mal irgendwann hin, dass das passt. 3-1. Und den Schädel, den können wir schon. Drei, zwei ist das jetzt.
Ja, ich weiß es nicht, ob wir da was hinkriegen oder nicht hinkriegen. Wir testen mal. Jetzt wieder 2-2. Haben uns jetzt auch nicht weitergebracht. In der Reihen können wir, glaube ich, nicht. Ach, jetzt ist es ganz schlecht. Da haben wir einen Ärztefusch geschafft. Jetzt haben wir nicht genug Energie. Haben wir noch was zu essen dabei? Möhren oder Salat. Stattungsurkunde Nummer 3 Stück. Ja, jetzt haben wir nur noch 2 und 2 mal Ärztefusch. Hat ja gut geklappt, ne? Und alles liegt da noch. Ja. Dann gehen wir mal ins Städtchen, oder? Der Kaufmann ist ja gleich schon da. Schlange ist auch da, aber das bringt uns nichts, ne? Glaube ich nicht. Wir müssen ihn überzeugen mit 5. Keine Ahnung, wie das geht. Aber wir gehen jetzt erstmal ins Städtchen. Oder ins Dorf, ist ja nur ein Dorf, ist ja kein Städtchen, ne? So, ach, da kommt er schon. Da ist er schon da. Jetzt kriegt er eben das Schluck auf Gras. Oh, danke, das probiere ich gleich mal. Aufgabe beendet. Schmeckt irgendwie komisch, jetzt schmecke ich gar nichts mehr. Warte kurz, ich beiß mal schnell vom witzigen Keks, den ich dabei habe, ab. Nur vollkommen schmerzlos, ich spüre überhaupt nichts. Was hast du mir da gegeben? Nur wonach du gefragt hast, Schluck auf Gras. Oh mein Gott, es ist passiert, dass ich der Fluch. Als ich noch jung war, wurde mir vorher gesagt, dass ich das verlieren würde, wenn mir am wichtigsten ist. Wer hat dir das gesagt? Eine alte Wahrsagerin, ich bin mit meiner Karawane durch die Wüste bei den nördlichen Bergen gereist. Wir machten an einem Ohrse Halt und da war die alte Frau. Alles, was sie sagte, wurde wahr. Und jetzt auch noch das. Tut mir leid. Warte mal, kennst du vielleicht irgendwelche Hexen? Nein. Der Inquisitor hat sie bestimmt alle erwischt. Wenn die alte Klota noch am Leben wäre, sie war schon ziemlich alt, als ich jung war, wenn sie noch am Leben ist, muss sie eine echte Hexe sein. Du solltest sie in der Mitte des westlichen Sumpfs aufsuchen. Sag ihr, dass der Händler und der Priester, der ihr den Liebestrank abgekauft hat, ihre Hilfe braucht. Daran erinnert sie sich bestimmt. Du warst mal Priester? Nein, mein Bruder war der Priester. Darüber will ich gerade nicht reden. Ich zähle auf dich, mein Freund. Heile meinen Fluch. Ich schaue mal, was ich tun kann. Ich habe meine Handelslizenz. Handeln. Können wir was handeln? Goldschmuckverzierung. Ne, aber kaufen will er nix. Ah, hier unten gibt's auch noch was. Traumkerne. König der Fisch. Da ist aber nichts mehr. Okay, dann sind wir da durch. Dann haben wir das schon erledigt. Was war denn jetzt noch unser Ziel? Lass uns mal gerade gucken, wer als nächstes hier up to date ist. Grün. Schlange ist das. Da müssen wir bei Grün kommt mit Schlange mal sprechen, ob sich da was ändert. Glaube ich aber nicht. Was wollten wir denn jetzt machen? Warum sind wir denn ins Städtchen gegangen? Ach, um die Dinge zu verkaufen. Die Beerdigungsurkunden. Handeln. Zack. Gesamtpreis 1,50, ey. Also, okay. Jetzt haben wir 3,9. Oder nee, dann haben wir 6,9. Okay, das geht ja schon mal. Ah, jetzt kommen wir hier mit Rotwein klar. Was wollten der Dingensheimer? Der Gerrit. Steht der hier auch? Der ist bestimmt ganz unten, ey. Steht der hier nicht? Königliche Dienste, Rosa? Ah, da oben ist er. Hol dir eine Flasche Wein. Okay, Wein geht ja jetzt.
Spielt es eine Rolle welche? Ich glaube nicht, oder? Ich kaufe die erstmal. So, dann kriegt er da unten seinen Rotwein. In der Hoffnung, dass es das Richtige ist, ne? Er kriegt Papier. Haben wir aber auch noch nicht. Was liegt denn da neben dem? Warte mal, da können wir doch bestimmt was aufessen. Dann können wir noch was aufnehmen, ne? So, jetzt haben wir es, Geschichte. Ich weiß nicht, was wir mit der Geschichte machen können. Leitfaden für Geistliche. Schlüssel. Irgendwie müssen wir das mit dem Schlüssel auch noch hinkriegen, ja. Aber uns fehlt da die Anleitung für. Gut. Wo ist denn der Holzfäller? War der hier oben? Ich glaube, der war hier oben, oder? Ne, hier ist der Bauernhof. Ah doch, hier ist er. Triss oder wie hieß er? Tress. Handeln. Ah, da. Ich glaube, ich nehme mal zwei nur mit. Wie, ich kann die nicht kaufen? Verstehe ich jetzt nicht. Wir könnten ihm sowas hier verkaufen. Aber wirklich Geld verdienst nur mit hier der Holzreparaturwerkzeug. Wie verstehe ich das jetzt? Macht er nur Tauschgeschäfte oder was? Der will nur Bares haben, wa? Was haben wir denn? 58 zu? Nee, passt nicht. Ja. Geht aber nicht. Doch, geht. Er will uns die nicht verkaufen, glaub. Gefertigt dann Kreissäge, aber leider geht das nicht. Gut, Tress, dann werden wir nicht einig. Du behalt deins, ich behalt meins, ne? Oder wie ist das? Tür ist verschlossen. Okay, dann klappt das halt nicht. Was ist mit ihr denn hier eigentlich? Was handelt die? Butter, Käse, Milch und Milchkrug. Brauchen wir gerade nicht. Das war der Imker? War das der Imker? Das war der Imker, ne? Ja. Gut. Als nächstes kommt Schlange halt. Das ist jetzt echt doof, ne? Können wir denn hierbei schon durch dieses Loch hier? Ne, uns fehlt dieser doofe Balken. Dem komme ich noch nicht klar, ne? Das ist schade. Zu essen haben wir noch Möhren.
Eigentlich wollten wir, glaube ich, da oben mal hin und wollten das Dingens machen, ne? Das Flüchtlingslager. Sachen hingeben. Wo ist denn der Sumpf? Hier war der Sumpf, ne? Da in der Mitte. Vielleicht ist hier der Eingang. Gucken wir, dass wir zur Hexe kommen. Hier ging es nicht lang, aber da lang. Nee. Hier gibt es auch keinen Weg. Gibt es auch keinen Weg. Also hier rum. Hier geht's nicht lang, schade. Hier geht's aber lang. Ob ich da jemals hinfinde? Das ist Schluck auf Gras, ne? Da kann man angeln. Wo ist die Karte? Keine Ahnung, irgendwo in der Wolke sind wir. Hier kommt man auch nicht weiter. Das ist nicht gut. Hier ist die Angelstelle. Ich weiß nicht, wie man da hinkommt, so ein Shit. Das ist ja auch so ein Weg, den keiner kennt wahrscheinlich, ne? Jetzt wird schon dunkel. Gleich Schlange da und wir sind nicht da. Hey, da ist die Hütte. Aber wie komme ich hin? Shit. Gibt's hier einen Weg? Ah, es wird so dunkel, ich sehe nichts mehr. Hier geht's auch nicht lang, sowas. Aber ich glaube, jetzt habe ich es geschafft. Wo ist er? Da ist er. Da ist die. Hinfort mit dir, böser Geist. Ich bin kein Geist, ich bin der Friedhofswärter. Bist du dir sicher, dass du es echt bist? Nicht 100%, aber ziemlich sicher. Ich glaube, du könntest Schlotho, die Sumpfhexe, sein. Oh, das würde eine meiner Theorien erklären. Zumindest teilweise kommen näher, Süßer. Sehe ich eher aus wie eine Hexe oder eine Märchenprinzessin? Was meinst du? Eine Hexe. Du hast wohl recht. Ich bin zu schlau, um eine Prinzessin zu sein. Wie dem auch sei, ich brauche deine Hilfe. Ich brauche auch deine Hilfe. So ein Pech für dich. Ich kann mich nichts ändern, bin nur mit dieser Notiz in meiner Hand aufgewacht. Falls du ein Genes verlierst, koche deinen Weihrauch und die Beine im Kessel. Trink das, die Zutaten sollen schon im Kessel sein. Viel Glück wünscht dir die Vergangenheit. Und hast du es versucht? Siehst du hier vielleicht irgendeinen Kessel rumliegen? Nein. Ich auch nicht. Wir haben also zwei Optionen. Entweder machst du mir diesen Trank, sollte es nicht zu schwierig sein. Oder du bringst mir einen neuen Kessel und besorgst mir die Zutaten. Wo finde ich deinen Kessel? Ich brauche einen großen Kessel. Ein guter Schmied weiß bestimmt, wie man einen fertigt. Wenn du mir hilfst, helfe ich dir. Neue Aufgabe. Oh, jetzt gibt's Blaupausen. Blaupausen alchemetisch. Blaupause Handmischer. Blaupause Alchemiemühle. Okay. Da können wir was mit anfangen, denke ich. Dass du einen Garten hast, stimmt das? Ja, ich kann pflanze Getreide an. Bist du interessiert daran, eine alte Frau zu helfen? Ich mache hier nichts anderes als zu helfen. Was brauchst du? Kürbis, einen silbernen Kürbis. Dann bringe ich dir, wie mein Kürbissuppe macht. Gib mir den Kessel, gib mir den Heiltrank, gib mir den Kürbis. Ich brauche deine Hilfe. Verlassen. Da kann man nicht rein. So, sehr schön.
Jetzt müssen wir nur wissen, wie man hier wegkommt, ne? Ah, hier ist ein Weg. Ja, aber der hat uns jetzt auch nicht weitergebracht, der Weg, glaube ich. Das ist auch eine Sackgasse. Wir sind von oben gekommen. Ich glaube, wir sind wie so eine Schnecke da reingelaufen, kann das sein? Warte, hier geht's hoch. Ja. Da geht's nicht lang. Glaube ich auch nicht. Hier geht's lang. Ah, geht das hier lang? Ja, es geht hier lang. Und ich glaube, dann gibt es auch einen Ausgang, oder? Oder auch nicht. Komm nicht nach da. Super. Hier verhungerst du wahrscheinlich, wenn du nicht aufpasst. Okay. Ich würde jetzt gerne aus dem Sumpf rausgehen. Wo muss ich denn jetzt hier lang? Da rechts. Boah, da finde ich nie wieder hin zu der. Ah, hier waren wir schon mal. Nee, ich glaube, wir müssen erst darüber. Hier lang. Hier geht's lang. Find doch keiner wieder hin. Okay, jetzt nochmal hier um diesen Steg rum. Ah, hier sehe ich meine Fußstapfen tatsächlich noch, zum Glück. Dann finde ich da vielleicht doch noch wieder zurück. War es hier lang? Ich glaube schon. Ja, sieht so aus. Boah, ist eine Weltreise dahin zu laufen. Ich jemals wieder dahin finde. Auf jeden Fall sind wir jetzt hier erstmal richtig. Und wir haben eine tolle neue Aufgabe, ne? Blöd ist, dass die mit uns ja gar nicht spricht groß, ne? So, Schlange ist im Keller, da müssen wir jetzt erstmal hin. Und hoffen, dass er uns jetzt, wo es grün ist, was verrät mit dem Schlüssel. Aber wissen tue ich das auch nicht. Da ist er auf jeden Fall. Gib ihm den Schlüssel. Nee. Wir haben das Rezept nicht gekriegt. Irgendwas ist in dem Spiel schlecht. Aber vielleicht müssen wir auch das mit dem Glauben noch schaffen. Ich bin beschäftigt, na dann. Okay, dann würde ich aber auch sagen, soll es für die Folge reichen. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen. Würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Falls ihr noch kein Abo habt, macht eins, falls euch die Folge gefallen hat, gebt einen Daumen hoch, macht euch die Glocke an, kriegt damit, wenn ich das nächste Video hochlade. Gerne Kommentare schreiben und auch gerne das Video auf anderen Kanälen teilen. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dann. Ciao.